Servus, heute vom Geisberg, quasi der Hausberg der Salzburger. Wir machen eine Geisbergrunde heute miteinander. Man kann um den ganzen Geisberg rum spazieren. Und das Video, das werden wir heute rund um den Geisberg machen. Heute geht es darum, wenn sich eine Tür schließt, wenn eine Tür zugeht wieder einmal, geschäftlich oder privat, wie kann man den Schwung nutzen, sodass sich ein bis zwei Türen, zwei neue Türen wieder öffnen. Ganz automatisch sogar. Das heißt, du findest auf einmal Möglichkeiten oder auf einmal kommen Dinge in dein Leben, von denen hättest du nie gedacht, dass das jemals möglich ist. Wenn eine Türe zugeht, öffnen sich zwei neue. Und wie das geht, was man da dazu tun muss oder auf was man gut aufpassen soll, genau darum geht es in dem Video. So, eine unberechenbare Situation ist passiert. Der Baum in unserem Leben, eine Situation, der Baum ist umgefallen. Frage, nutzt das jetzt etwas, wenn wir sagen, nein, das darf jetzt nicht sein, der darf jetzt nicht umfallen, das können wir jetzt nicht brauchen und damit haben wir jetzt nicht gerechnet, nein, das geht jetzt nicht. Oder die Tür ist jetzt zugegangen, nein, das geht jetzt nicht, das können wir jetzt nicht haben. Der Baum liegt, wie wir sehen, gell? Und da könnte man uns die ganz ehrliche Frage stellen, wie reagieren wir da, wenn so etwas passiert? Und das passiert ja öfters im Alltag. Reagieren wir da mit dem, dass wir sagen, nein, das will ich nicht haben, kämpfen damit und machen zu unsere Schleusen, oder sagen wir, die Situation ist jetzt so, schauen wir einmal. Und wenn es dir gelingt, dass wir immer wieder bei solchen Situationen ein Ja sagen, ein innerliches Ja, weil die Situation ist ja jetzt schon so. Es ist ja komplett irrsinnig, wenn wir zu der Situation sagen, nein, das wollen wir nicht. Baum liegt. Also sagen wir Ja. Ja, die Situation ist passiert. Ja, schauen wir einmal, werden wir sehen. Jetzt wissen wir einmal vom Kopf, vom Verstand her, nicht was zu tun ist, aber wir nehmen es jetzt einmal an. Und du siehst hinter mir Nebel über diesem Becken. Von November bis ca. Februar ist es im Tal unten, also im Becken unten, kühler, also kälter, als wir oben am Berg. Und die kalte Luft vom Boden, die kommt nachher nicht rauf. Und somit sammelt sich unten der Nebel. Das ist ein Naturgesetz. Von Natur aus ganz normal. Ha, weil wir gerade beim Thema sein. Von Natur aus ganz normal wäre es eigentlich, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Oder sogar zwei. Wenn du das weißt, dann kannst du nächstes Mal, wenn wieder eine Tür zugeht in deinem Leben, und das passiert ja öfter, als wenn wir es alle gerne hätten, können wir uns daran erinnern. Wenn eine Tür zugeht, geht eine neue Tür auf. Der Rudi ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und er hat vor Jahren einmal den Satz aufgeschnappt, wenn eine Tür zugeht, gehen zwei neue Türen auf. Und er hat mir gesagt, dass das in seiner Laufbahn immer passiert ist. Wenn ein Kunde ausgeschieden ist oder nicht unterschrieben hat oder doch nicht gekauft hat, dann hat er sich immer gedacht, nachher kommen zwei neue Kunden. Und das ist in seinem Leben immer wieder passiert. Bis heute. Und das hat er jetzt schon über 10 Jahre praktiziert. Und das ist doch genial. Aber was steckt da dahinter, dass das noch wirklich so passiert? Du erinnerst dich? In dieser wichtigen Phase, wenn was passiert, wenn eine Tür zugeht oder ein Baum umfällt, wie reagiere ich nachher? Wie verhalte ich mich dann? Wie bewusst bin ich oder bin ich bewusst genug und kann sagen, ja, die Situation ist jetzt so. Oder nein, das will ich jetzt nicht haben und verschließe meine Schleusen. Der Rudi hat die Türen immer offen gehalten. Wenn ein Kunde unplanmäßig ausgeschieden ist, dann hat er gesagt, okay, eine Türe geht zu, zwei neue Türen gehen auf. Merkst du den Zusammenhang? Wie auf einem Adlerhorst fühlt man sich da. Am Felsvorsprung hinten geht es Pfeifen gerade ein. Richtig steil und richtig weit und richtigen Überblick hat man da raus. Das ist herrlich, gell? Wer ist jetzt der allergrößte Gegenspieler, wenn was Unvorhergesehenes passiert? Ja, genau. Die Angst. Wenn was passiert, geht unser Denken oft reflexartig, wenn wir nicht gut aufpassen, geht es reflexartig in die Angst, ins Drama. Und nährt sich von dem, von der Unsicherheit, was jetzt in der Zukunft alles passieren wird. Und von dem lebt die Angst. Und die Angst breitet sich aus und es wird immer mehr und mehr.
Wir haben aber die Möglichkeit, in einer Situation, wenn wieder was schief geht, hellwach zu bleiben und zu sagen, ich entscheide mich jetzt für diesen Moment, für die Situation und sage jetzt, ja, sie ist jetzt so, wie sie ist. Und in dem Moment öffnest du automatisch die Schleusen, weil du weißt ja, es ist ein Naturgesetz. Wenn eine Tür zugeht, gehen zwei auf. Allerdings nur dann, wenn man nicht mit der Angst oder mit dem reflexartigen Nein, ich will das jetzt nicht haben, blockieren. Also bleibt man hellwach und versucht man es einfach. Und wenn es dir einmal nicht gelingt, macht es überhaupt nichts. Beim nächsten Mal wird es dir besser gelingen. Und beim übernächsten Mal wird es dir aus dem Stand heraus sofort gelingen. Und du wirst merken, auf einmal gehst du mit unvorhergesehenen Situationen viel lockerer, viel leichter um. Und wenn du nachher schaust, die Dinge regeln sich oft ganz von selber. Oder du weißt im Moment schon, was zu tun ist. Oder du weißt es zu einem späteren Zeitpunkt. Und im Nachhinein sagst du immer, eigentlich ist es ganz gut, dass das passiert ist, weil sonst hätte das andere, viel größere, nicht passieren können. Ich verabschiede mich da von diesem herrlichen Ausblick am Gaisberg. Wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vierte Servus. Mach's gut.